Dromagie oder doch Dromagott? In der letzten Folge war Dromagott unter Nazis. Natürlich alles nur für einen Film, wie er zumindest behauptet. Was geht in diesen Typen nur vor? Fängt an, alte Geschehnisse aus seinem Leben zu rekonstruieren. Naja, setzen wir die Geschichte doch einfach fort. I'm sorry, what? Ja, YouTube, ich bin hier noch in Wien. Wollt ihr mal einen Ausschnitt aus dem Film sehen? Also, der eigentlich gar nicht im Film auftaucht, aber existiert. Hier, bitte. Ja, spreche ich mit Minister Goebbels. Ja, der Krieg ist vorbei. Ja, ja. Mein Führer! Ich habe eben einen anonymen Anruf erhalten. Der Krieg ist aus. Machen Sie es nichts draus, Goebbels. Kämpfen Sie weiter. Jawohl, weiter kämpfen. Und wenn wir mal gerade nicht drehen, machen wir die ganze Zeit Blödsinn, was man halt so macht mit Nazi-Uniformen. Wo kommen überhaupt die ganzen Nazi-Uniformen her? Ich meine, ja, ohne Scheiß, in Wien gibt es einen Verleih für historische Uniformen. Und vieles davon war wirklich echt. Also wirklich von damals. Also es war nicht nachgemacht. Es war wirklich eine Uniform von damals. Und ich hatte das an. Ich meine, überleg doch mal. Wer hatte das vorher alles an? Bei welchen Gräueltaten waren diese Klamotten dabei, die ich jetzt trage? Ich meine, eben haben die Klamotten noch im Massaker beigewohnt. Und jetzt mache ich halt, Striptease halt, ne? Und darf man gar nicht richtig drüber nachdenken, wenn man ehrlich ist. Naja. Habe ich überhaupt schon erwähnt, was hier gedreht wird? Der Titel ist... Garden of the Bunker-Nazis. Ja, also so hätte ich den Film genannt, aber der hieß Diktatoren küssen besser. Ja, genau. Es ist ein Liebesfilm, ja. Keine Ahnung, wo man den Film heute sehen kann. Also ihr könnt in den Kommentaren schreiben, falls jemand den Film sehen will. Ich rede dann mal mit dem Regisseur, ja, wir sind noch im Kontakt, ob sich da was machen lässt. Ja, YouTube, das war mein Besuch in Wien. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch bitte 5 Sterne da und zappt diesen Kanal. Ich zappe auch zurück. Denn wir haben ja 2006. Da läuft das so auf YouTube. Schon mal eingehört? Hitler war noch Vegetarier, oder was? Dann sage ich halt, Möhre gehabt. Man muss nur lang genug warten, dann kommt alles wieder. Wunderbar. Ja, Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Tut mir leid, sorry. Ich hatte fast gedacht, das ist ein echter Vlog und nicht nachgestellt. Toll. Was soll das heißen, nachgestellt? Die sieht doch wohl super echt aus. Also besser rekonstruiert geht nicht. Das ist wie, als wenn ich wirklich da gewesen wäre. Mhm. Wie liest man das? Wo findet man dieses Zeichen auf der Tastatur? Was ist das? Was soll ich jetzt lesen? Geht weg! Was ist das? Was ist das? Weint er? Lacht er? Warum ist er schief? Oh mein Gott, das ist seltsam. Du hast recht, Nazi-Schauspieler. Das können wir uns wirklich nicht erlauben. Zitat, Männersmoos, oh mein Gott. Was zum Teufel soll das sein? Du hast recht, Nazi-Schauspieler. Das können wir uns wirklich nicht erlauben. Ja. Hast recht, ist wirklich ein Zitat von Männersmoos. Toll. 1,48. Popo. Hast du dir etwa hingeguckt? Hast du schon wieder da hingeguckt? Sag mal, guck da nicht hin. Was ist mit dir los, Mann? Eine Sache hat mir bei deinem Vlog gefehlt. Du bist gar nicht gestorben. Früher war halt alles besser. Schon wieder dieses komische Ding. Warte, geh mal hin. Oha, eine Gabel. Ui, die ist ja noch ganz nass von der Suppe, die ich gegessen habe. Hey, da ist doch ein Zehennagel in der Steckdose. Den pull ich mal kurz raus mit der Gabel. Oh mein Gott.